Schon beim Eingang begrüßte die Besucher die prächtige Holzkrippe mit ihren lebensgroßen Figuren. Sie wurde in Heiligenblut eigens für die Gemeinde Klaus geschnitzt. Klein, aber fein. So präsentierte sich der Klauser Adventmarkt im Lokschuppen auch in diesem Jahr. Der zur Tradition gewordene 8. Dezember hier in Klaus, den kann man sich gar nicht mehr wegdenken, wo es ja heuer im Vorfeld gar nicht so sicher war, dass wir den Adventmarkt haben, aber ich habe dann gesagt, bevor wir den einmal ausfallen lassen, weil dann ist viel Aufbauarbeit zusammengehaut, haben wir gesagt, machen wir es selber. Ich habe mich dann selber hergegeben, habe den Adventmarkt organisiert und leider heute genau beim Adventmarkt selber hat mich ein Fieberschub erwischt und ich liege jetzt mit Grippe eigentlich down, bin nur jetzt schnell da und werde dann wieder das Bett hüten. Hier stimmt noch die ausgewogene Mischung aus echtem Kunsthandwerk im Lokschuppen und kulinarischem Angebot im Hof vor der Volksschule. Wir haben da ein dicht gedrängtes Programm, weg vom 11 Uhr bis heute um 17 Uhr. Es sind die örtlichen Musikvereine da, es ist die Kurgemeinschaft Steierling da. Es war die Musikvolksschule schon im Adventcafé. Also wir schauen, dass da nicht nur das Kulinarische und auch das Handwerkliche im Vordergrund steht, sondern auch die Kultur. Und das ist eine Symbiose, die sich sehr gut bewährt hat. Drinnen im Lokschuppen herrschte dichtes Gedränge. Hier präsentierten heimische Künstler und Handwerker ihre Geschenksideen. Das Angebot reichte von geschnitzten und liebevoll ausgestatteten Weihnachtskrippen über kunstvoll verzierte Kerzen, handgefertigte modische Bekleidungsstücke sowie Keramik und filigrane Glasarbeiten. Auch das kulinarische Angebot kam nicht zu kurz. Im gemütlichen Kaffeestüberl gab es selbstgemachte Mehlspeisen. Draußen im Schulhof hatten die örtlichen Vereine und der Dorfladen Steierling ihre Verkaufsstände errichtet. Mit allerlei Schmankerl und heißen Getränken sorgten sie für das leibliche Wohl der Adventmarktbesucher. Das stimmige Ambiente und die hochwertigen Geschenksideen sind für die diesjährigen Besucher mit Sicherheit ein guter Grund, nächstes Jahr am 8. Dezember wieder den Klauser Adventmarkt zu besuchen.